Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinmal Shoppen, diesmal ganz kleinet und Ankündigung, dass ich irgendwann die nächsten Tage noch ein Spezial dazu machen werde, Odinmal einkaufen. Und zwar habe ich mir T-Shirts gekauft von Spaß kostet. Der liebe Dunkelkammer hat ja auch welche gekauft. Was, Dunkelkammer? Oh, ich hab's gerade mit Namen, ich bin komme gerade vom Einkaufen, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt. Und da habe ich mir, weil da welche waren welche im Angebot, und da werde ich dann ein Spezialvideo machen. Also ein extra mit 5 oder 6 T-Shirts habe ich mir bestellt. 5. Und da kommt dann ein Spezialvideo dazu. Nur die T-Shirts, ich packe euch auch die Links dann wieder drunter. Und wenn ihr da freitags auf der Webseite bestellt, dann kriegt ihr gratis eine Tasse. Das ist wohl immer freitags. Und momentan sind da Angebote, deswegen habe ich mir gleich ein paar mehr bestellt, weil ihr kennt ja mein Odin-T-Shirt mit lieber mit Odin in Valhalla saufen, anstatt mit Jesus im Himmel Wasser zu trinken. Das haben die für 8 Euro momentan da. Und noch ein paar andere reduzierte. Ich packe euch den Link trotzdem mal unten drunter. Und wie gesagt, jetzt sind nur ein paar kurze Sachen. Einmal habe ich mir verkauft. Da habe ich bei Netto ein neues Fliegengitter haben wollen und habe nicht darauf geachtet, dass da Pollenschutz steht. Ja, das ist sehr blickdicht, wie ihr das hier schon auf dem Bild seht. Seht. Und Schatzi hat sich dafür entschlossen, das nicht dran zu machen, weil das wohl zu viel Luft wegnimmt. Dann kommt nicht mehr so viel Luft rein. So, dann habe ich mir bestellt einmal Biodor Pet Animal. Ja, da. Und dazu, das hat 11 Euro oder so, kostet knapp 11 Euro oder so. Und dazu noch die Sprühflasche. Das ging im Prime. Das ging natürlich nicht in Prime. Diese verkackte kleine Sprühflasche, weil da natürlich extra aufgezeichnet ist, wie viel Wasser, wie viel Biodor. Ja, 5 Euro noch was plus 3 Euro noch was Versand. Ey, das ist, die sind doch bescheuert, die Bastarde. Ja, also das finde ich echt Hammer. Also hier, 10 Euro viel schwerer, über 10 Euro, 11 Euro, 10 Euro noch was, 11 Euro noch was, keine Ahnung. Und gratis Versand und Prime, auch selbst ohne Prime hatten welche das mit gratis Versand. 5 Euro noch was, Lumpier Plasteflasche, wiegt nicht viel und dafür 3,95 Euro Versand. Also, ich glaube, mir hackt das. Warum ich das bestellt habe, kann ich euch auch erklären. Wie einige wissen es ja, dass mein Kater krank war. Dann war ich mit ihm beim Tierarzt und da hat er auf dem Weg in den Korb gepisst. Und das ist viel gewesen und ist durchgegangen. Und weil er mit den Nieren hatte, stinkt der Urin momentan ganz schön bei ihm. Also jetzt nicht mehr. Und es war bei meinem Bruder im Auto und deswegen musste ich sprüh. Ich habe alles schon versucht. Febreze, Essig, hat alles nicht geklappt. Hiermit, mit Biodor, hat es bis jetzt super geklappt. Habe auch bei mir hier an eine Ecke, wo der Korb gestanden hat, wo so noch ein bisschen runtergetroppt ist, auf eine neue gemacht und auch super geklappt. Also bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden vom Geruch wegmachen. Das ist aber auch nicht nur für Urin, das ist auch für Kotwasser. Ich weiß nicht, was Kotwasser ist, aber es ist für Kotwasser geeignet. Und Sabba ist es geeignet. Stand irgendwo dann mikrobiologischer Reiniger und Geruchsentferner rund ums Tier. Sehr ergiebig. 1 Liter gleich 10 Liter. 10 bis 50 Liter Reiniger, mikrobiologische, mit der Kraft der Natur. Und hier, weiß ich nicht, hier steht es nicht. Ich werde euch den Link mal drunter packen, dann müsst ihr mal bei Amazon gucken. Da steht halt Kotwasser, Speichel, Urin. Was stand da noch? Schatzi, wisst du das noch? Nee, wisst ihr auch nicht. Jedenfalls, da stand da ein, gegen was das sein soll. Wenn ihr wisst, was Kotwasser, Kot kenne ich, scheiße. Aber das ist Kotwasser. Damit wusste ich jetzt nicht anzufangen. Aber naja, bis jetzt funktioniert es. Ich halte euch da auch auf dem Laufenden, wenn ihr Bock habt. Dann würde ich hier das Video erstmal beenden. Ich habe hier noch das noch zu machen. Das kommt in einem separaten Video. Das ist der Pacelink. Und am PC werde ich dann auch noch ein News-Video zum Android-Satellitenreceiver nachher machen. Da hat sich einiges getan und da wird sich einiges tun. Da könnt ihr gespannt sein.
Das wird dann auch in den nächsten Tagen online kommen. Ich werde das heute alle drehen und dann nach und nach bearbeiten, weil so viel Zeit ist auch nicht immer zwischendurch. Aber jetzt bin ich erstmal weg. Hier ringsherum irgendwo taucht ein Abonnier-Button auf, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Auch irgendwo 2, 3 Videos. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal reingucken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nicht vergessen. Wäre ganz cool. Und ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.